Yo, schönen guten Morgen, meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und wieso guten Morgen? Weil ich das Video um 6 Uhr in der Früh aufnehme. Team No Sleep, ihr wisst Bescheid, Freunde. Momentan habe ich echt wenig Zeit und diese Woche kam am Mittwoch kein Video und letzte Woche war es mit den Videos auch nicht immer ganz so, wie ich es immer geplant hatte. Das liegt aber daran, weil nächste Woche dann voraussichtlich ein Projekt in Angriff genommen wird und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, weil da kommt echt was Cooles auf euch zu, würde ich mal sagen. Aber mehr dazu dann nächste Woche. Also seid gespannt, Freunde, und haltet die Augen offen, würde ich mal sagen. Übrigens, der Kaffee wird natürlich aus der obligatorischen Bärentasse gesippt, weil die Leute, die meine Instagram-Streams verfolgen, wissen, mit welchen drei Sachen sich Samore identifizieren kann. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Und ja, Freunde, heute mal wieder ein latest Pickup-Video. Wie soll es auch anders sein? Samore im Kaufrausch seit mehreren Wochen. Aber ich will nicht lange drum rumreden. Fangen wir mit den Klamotten an, die sich neu in meinem Kleiderschrank befinden. Hier hätten wir einmal einen Half-Zip-Hoodie von der Marke New Slaves in der Größe XL. Viele hatten immer mal so gefragt, ey, More, kannst du uns irgendwie einen bezahlbaren Half-Zip empfehlen, also jetzt nicht unbedingt einen von der Yeezy Season 1 oder so. Und das ist auf jeden Fall einen, den ich empfehlen kann. Der kostet 65 Tacken, also jetzt hier auf dem freien Mann 65 Euro für einen Half-Zip ist eigentlich relativ in Ordnung, würde ich mal sagen. Macht auf jeden Fall auch einen coolen Eindruck. Ich mag auch dieses sportliche helle Grau, will ich mal sagen. So dieses Grau erinnert mich irgendwie immer an diese Nike Trainings Jogginganzüge, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen finde ich diese Optik relativ sportlich. Der hat hier unten nochmal so ein bisschen einen kleinen De-Stress-Look. Das hebt so ein bisschen diesen sportlichen Look auf, will ich mal sagen. Und ja, Half-Zip Hoodie von New Slaves und in der Beschreibung verlinkt, wie alle Sachen, die ich euch heute vorstellen werde. So, kommen wir zu einem Hoodie, über den ich mich sehr gefreut habe, dass ich ihn doch noch bekommen habe und den ich auch auf Sneakernest anhatte. Und zwar ist es hier dieser Rabbit Hole X-Paws Hoodie. Da haben auch immer sehr, sehr viele Leute nachgefragt, woher der ist und wie teuer und welche Größe und wo kann ich den auch kaufen und was weiß ich. Dazu gibt es eine kleine Story. Ich habe den halt auf der Instagram-Seite, also wo halt Promo von Rabbit Hole und Paws gemacht wurde über diesen Hoodie, habe ich den halt gesehen und dachte mir nur, boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Ich muss den unbedingt haben. Ich hatte auch mit Louis Double Garden. Digga, dein Nachname, ich kann deinen Nachnamen nicht aussprechen, Mann. Du, ihr wisst, wenn ich meine, Louis, du weißt auch, dass ich dich meine. Okay. Ich hatte auch mit ihm drüber geredet und er hat den Hoodie sich auch geholt und er meint auch, Bruder, du musst dir den unbedingt kaufen. Ich so, ja, ich will den unbedingt haben. Dann hat More den noch bei Romain gesehen und bei Galax gesehen und ich musste den unbedingt haben und dann war er einfach Sellout. Ich habe den dann aber noch bei Rabbit Hole in der Insta-Story jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Also anscheinend gab es einen Restock davon. Die meinten halt, ein paar Hoodies sind noch bei HBX oder so. Keine Ahnung, ich kannte den Online-Store vorher auch nicht. Da könnt ihr den auf jeden Fall noch koppen und ich habe mir den jetzt einfach gekoppt. Mir war es auch völlig Latte, dass ich da irgendwie noch 30 Euro Versand und keine Ahnung. Insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, 195 Euro dafür ausgegeben. Ist auf jeden Fall ein One-Size-Pulli, so mit längeren Ärmeln. Und ey, wenn ihr einfach irgendwie den Pulli mal sehen wollt, wie ich den kombiniere, dann schaut gerne bei meinem Instagram vorbei. Und auch so dieses zusammen genähte hier, so ein bisschen Frankenstein-mäßig, einfach irgendwie so zwei Pullover zusammengenäht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich feiere den übertrieben. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und ja, das zu dem Hoodie. Jetzt zu der Sache, die ich auf meinem Kopf trage. Das ist einmal jetzt eine schwarze Rough Cap. Ich habe ja die gleiche schon in Rot da hinten hängen. Auf jeden Fall haben die Boys von Rough mir die Cap gegeben. Ihr wisst Bescheid. Gang, 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 gang. Schöne Grüße an euch, Leute. Hinten steht auf jeden Fall nochmal Broken Dreams Club drauf und viele sollten wissen, dass ich diesen Slogan Broken Dreams Club übertrieben nice finde. Und auch allgemein jetzt eine normale schwarze Cap kostet 39 Tacken, also von daher auch relativ bezahlbar für eine Cap, würde ich mal behaupten. Und ja, so viel dazu. So, jetzt kommen wir zu dem Highlight des Videos, sage ich mal. Und zwar einmal hier dieses Rough Flanell hier. Ich habe das hier in der Größe L bis XL und mir gefällt dieses Flanell übertrieben. Kostet 220 Euro und ich weiß, das ist eine Stange Geld, aber die Qualität überzeugt mich wirklich übertrieben. Auch dieses Fell hier drin. Vielleicht kennt ihr das jetzt, no front an der Stelle, aber so diese H&M oder Zara Sherpa Jacken, da ist dieses Fell einfach nur Optik und nicht wirklich weich und auch nicht dick und hält auch nicht warm. Ist auf jeden Fall so meine Erfahrung damit, sage ich mal. Und das ist auf jeden Fall sehr dickes und weiches Fell von einem Blaurücken-Gorilla aus Neuguinea. Die werden dort extra gezüchtet für Rough. Also die haben da halt eine eigene Gorilla-Farm, damit die halt diese Flanellhemden produzieren können. Na klar. Ja, ja, genau. Nee, Spaß beiseite. Leute mit dicken Wellensteinjacken neben mir meinten, boah, Bruder, was geht ab? Ey, warum hast du nichts an? Ey, ich so, ey, Rough Flanell klärt schon, das hält auf jeden Fall ordentlich warm. Und ja, so viel auf jeden Fall zu diesem Flanell hier, gefällt mir übertrieben. Und wenn ihr auch Instagram-Bilder davon sehen wollt, dann schaut auf Instagram vorbei. Ja, ist ja selbsterklärend, glaube ich. Haben auf jeden Fall nice Bilder geshootet, der nette Kelly und ich. Schöne Grüße dabei nochmal an Kelly. Und auf jeden Fall, mich haben viele gefragt, More, machst du Sneakernis-Videos oder hast du irgendwie gevloggt oder so? Ich mache kein einziges Sneakernis-Video, kann ich euch jetzt schon mal verraten. Aber
Freunde, wenn ihr Sneaker des Videos haben wollt, dann schaut jetzt gerne bei meinem Bruder Always Overdressed, aber Vorsicht, Always Vlogging, seinem Zweitkanal vorbei, ist unten in der Beschreibung natürlich auch verlinkt. Patrick hat auf jeden Fall nice Vlogs rausgehustelt und ja, schöne Grüße auch nochmal an Patrick. So, jetzt haben wir die ganze Gang abgearbeitet. So, das war's dann jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, beziehungsweise schreibt mal gerne eure Meinung zu den Pieces in die Kommentare. Was hat euch am meisten gefallen? Was taugt euch vielleicht gar nicht? Waren jetzt auch nur Oberteile, fällt mir gerade auf, und halt eine Cap. So, genug gelabert, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne kostenlos diesen Kanal. Checkt die Beschreibung für die Pieces ab. Dankeschön fürs Zusehen, schöne Wochenende und bis dahin, meine Freunde, bis Sonntag. Ciao.